Hi, du bist neu bei Freifunk und hast ein paar Fragen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Little Ben. Willkommen zu einem neuen Video. Ein weiterer Themenkomplex, der immer wieder in Mails kommt oder auch in persönlichen Gesprächen ist, sind technische Fragen. Ja, also angefangen damit, welche SSID verwendet ihr? Also der Name, der im Handy auftaucht oder im Laptop, im Computer, der das Netz darstellt. Hier sind die Freifunk-Communities im Prinzip offen zu nehmen, was sie wollen. Es hat sich oft zwei, drei Varianten durchgesetzt. Zum einen, sage ich mal, ort.freifunk.net, der Ort oder eine Region, bei uns wäre es zum Beispiel westpfalz.freifunk.net, stellt auch gleichzeitig die Internetadresse dar. Das heißt, wenn jemand diesen Eintrag im Handy sieht, im Netz, kann er das ins Internet eingeben, bekommt Informationen zu Freifunk, zu der Community, mit der er gerade unterwegs ist. Das ist der Gedanke hinten dran. Eine andere Variante, den einige Communities fahren, ist einfach Freifunk reinzuschreiben oder Freifunk Leerzeichen Ort. Zum Beispiel Freifunk Mainz macht das so. Ja, ich meine, da ist es genauso. Heute die Leute gehen mit Suchmaschinen entsprechend um, können das eingeben, wenn sie Informationen haben wollen und landen auf der Seite der Community. Das sind so die Varianten, die oft verwendet werden. Ja, aber wie gesagt, jede Community kann da im Prinzip selbst bestimmen, was sie da drin stehen haben will. Dann auch eine Frage, die öfters kommt, auf welchem Kanal, WLAN-Kanal, findet Freifunk statt? Da ist es halt wichtig zu unterscheiden, dass wir auf 2,4 GHz und 5 GHz unterwegs sein können. Viele Communities sind auf 2,4 GHz im Kanal 1 unterwegs. Da gibt es diese Überlappung bei den Kanälen. Gebt das mal in Wikipedia ein, WLAN-Kanal oder so. Das führt hier jetzt zu weit. Aber wir haben uns entschieden, auf Kanal 6 unser Netz zu haben. Und 5 GHz ist auf dem Kanal 44. Indoor-Bereich, wie gesagt. Deshalb 44. Ist die Sendeleistung auch etwas begrenzt im Gegensatz zu Outdoor, aber das sind die Vorgaben und die kann man auch nicht ändern. Also man kann sie schon ändern, aber dann geht das Mesh kaputt. Also wenn ihr wollt, dass der Router mit dem Nachbarrouter reden kann, dann müsst ihr den Kanal so eingestellt lassen. Wenn jetzt euer Nachbar eben auch auf dem Kanal 6 ist, ist das etwas ungünstig. Redet mit dem Nachbarn, erklärt ihm die Sachlage, nehmt am besten einen Router mit, dann kann er sich den auch aufstellen und kann sein Netz entsprechend verschieben. Eine gute App, die ich euch dazu empfehlen kann, ist der Wi-Fi Analyzer. Der zeigt euch schön an, welche WLAN-Kanäle so in der Umgebung belegt sind. In der Stadt ist das eh komplett egal. Auf dem Ort hat man da vielleicht eher noch mal ein bisschen die Variante, was hin und her zu schieben, sein eigenes Netz vielleicht vom Kanal 6 wegzulegen. Wichtig, dass ihr gerade im 2,4 GHz Bereich nicht einfach dann auf Kanal 5 geht oder so, sondern diese Kanalraster im Prinzip, diese überlappungsfreien Kanäle einhaltet. Sendeleistung ist ein Thema. Sendeleistung wird immer wieder danach gefragt, wo kann ich die einstellen, wie kann ich sie optimieren, wie kann ich sie verbessern, erhöhen. Hier ist es wichtig, haltet euch an die gesetzlichen Vorgaben. Es bringt weder euch noch der Freifunk-Community was, wenn ihr hier Gesetzesübertretungen macht. Die Bundesnetzagentur fährt von Zeit zu Zeit durch die Gegend. Im dümmsten Fall klingelt sie bei euch. Ne? Will keiner, haltet euch an die Vorgaben. Man hat die Möglichkeit, in der Konfigurationsoberfläche des Routers im erweiterten Modus eine Sendeleistung anzugeben. Die ist aber entsprechend von OpenWRT so hier eingesteuert und muss im Standard nicht verändert werden. Manchmal macht es Sinn, die Sendeleistung runterzuschrauben, wenn ihr mehrere Router in der Umgebung habt, mehrere Freifunkrouter, die gewisse Bereiche abdecken, könnt ihr sagen, okay, ich fahre die Sendeleistung etwas runter, damit die sich nicht gegenseitig zu stark stören. Ähnlich ist das Thema Antennen. Ich halte es so, dass ich da nicht viel mit Antennen mache. Ich nehme die Standard-Hardware. Ich habe mir mal ein, zwei Antennen gekauft als Erweiterung. Aber die Antennen sind relativ teuer für die Router. Da holt man sich lieber einfach einen zweiten Router, stellt ihn in die Nähe auf und erreicht damit meiner Meinung nach viel mehr. Hintergrund ist auch der Gedanke, dass man nicht so ein Szenario bauen sollte, wo ein Router mit einer riesen Antenne, die auch halt Gewinn macht, dann müsstet ihr die Sendeleistung runterschrauben im Router, um in der gesetzlichen Vorgabe zu bleiben, dass ihr das irgendwo in den Park strahlt, ein Handy im Park euer Signal erreicht, aber selbst nicht genug Sendeleistung hat, um zu antworten. Ja, das heißt, es ist eine Einwegkommunikation. Der User, der Nutzer im Park wird dann sehen, oh toll, Freifunk verbindet sich
und ist nachher frustriert, weil das Netz nicht funktioniert. Einfach weil die Sendeleistung quasi künstlich hochgeschraubt wurde. Das sind so meine Gedanken zu Sendeleistung und Antenne. Jeder kann natürlich da gerne mit rumspielen, ist ein Feld, wo man vielleicht Spaß hat, sich dran betätigen will, aber im WLAN-Bereich lasse ich da lieber die Finger weg. Wie funktioniert Mesh? Ja, nun, ihr habt einen Freifunkrouter, der ist am Internet angeschlossen. Ich symbolisiere das hier mal einfach, dass ich den in den blauen Port einstecke. Der funkt fröhlich vor sich hin, stellt Freifunknetz zur Verfügung und ein zweiter Router, der in WLAN-Reichweite sich zu dem ersten Router befindet, der kann nun über das Mesh-Netz mit dem ersten Router kommunizieren, braucht selbst keinen Internetanschluss, aber kann das Freifunknetz quasi aufgreifen und kann es weiter ausstrahlen. Somit vergrößert sich die Reichweite des ersten Routers. Die Daten müssen natürlich einen Hop mehr machen, einen Sprung mehr machen. Dadurch wird die Verbindung etwas langsamer, aber das Netz steht zur Verfügung. Das ist im Groben Mesh. Das kann noch ähnlich wie ein Fischernetz sich mit mehreren Routern stattfinden. Da kann ein dritter Router ins Spiel kommen. Wenn dann ein Router ausfällt, übernimmt der andere Router die Verbindung. Da gibt es die Protokolle, die Routing-Protokolle, die verwendet werden, die das im Prinzip abhandeln. Darf ich Richtfunk anbieten? Klar, natürlich dürft ihr Richtfunk anbieten. Ganz früher gab es mal ein Gesetz, dass dein WLAN nicht über deine Grundstücksgrenzen hinausgehen darf, aber das ist schon lange Vergangenheit. Ihr könnt zum Beispiel von eurem Dach zum Kirchturm oder wie auch immer, ihr müsst im Endeffekt, braucht ihr eine freie Sichtverbindung oder genauer, wenn ihr das nachlesen wollt, eine Fresnel-Verbindung, die so ein bisschen oval sich von Router zu Router ausstreckt. In der darf eigentlich nichts drin sein. Bäume sind schwierig im WLAN-Bereich. Die Blätter sind von ihrer Größe her, wirken ziemlich dämpfend zum Beispiel, gerade im 5 GHz-Bereich. Ihr braucht eine Sichtverbindung, wenn ein bisschen was reinragt, muss man ausprobieren. Aber letztlich müsst ihr wissen, wie weit kann ich gehen, welche Hardware benutze ich und habe ich eine direkte Sichtverbindung. Wir haben Tests gemacht mit Hardware, die teilweise bis 3 Kilometer wirklich gut funktioniert haben. War eine 3 Kilometer Strecke in Kaiserslautern mit diverser Hardware von, sage ich mal, dem einfachen CPE, den wir erwähnt hatten, bis hoch zu größerer Hardware von Ubiquiti, die wirklich für Richtfunk gemacht ist. Da ging gut was an Leistung durch. Ich glaube sogar bis 300 Mbit waren auf dieser Strecke möglich. Direkte Testverbindungen, also nicht irgendwie übers Freifunknetz noch im Spiel oder so, sondern wirklich Punkt zu Punkt mit der Standardfirmware, die auf den Routern drauf ist. Gar kein Problem, kann man machen, kann man sich mit beschäftigen. Wir waren schon auf diversen Kirchtürmen und Dächern zugange, haben mit Leuten gesprochen. Ist ein schönes Betätigungsfeld, aber wir sind da noch nicht so zu Rande gekommen, wie wir uns das gerne vorstellen. Wenn ihr da euch einbringen wollt bei Freifunk Westfalz, gerne. Ja, sprecht mit uns, kontaktiert uns. Das ist so auch so ein Schritt. Freifunk auf die Fensterbänke, von den Fensterbänken zu den Dächern, von Dach zu Dach. Ja, das ist so das, was Lisa Freifunk in ihrem Video von sich gibt. Weitere Dinge, die oft gefragt werden, sind, wie man die Router verkabelt. Dazu haben wir Anleitungen bei uns oder auch andere Communities. Ganz oft ist es so, dass die Ports farblich markiert sind. Ein blauer Port für den Uplink zu deinem Heimrouter, die gelben Ports für das Freifunknetz, beziehungsweise, wenn man das entsprechend konfiguriert, für das Meshnetz. Dazu habe ich ein Video, das verlinke ich euch hier oben. Da ist die Verkabelung nochmal etwas erläutert. Dann gibt es noch Fragen zu den Ports. Die Freifunkrouter bauen ja einen Tunnel auf. Dazu benötigen sie die Ports 10.000 bis 10.010. Die solltet ihr in eurer Firewall aufmachen, falls ihr euch irgendwo damit beschäftigt, in einem größeren Netzwerk. 10.000 bis 10.010 und zwar UDP. Das sind die Ports, die gegebenenfalls im Router, also für normalerweise braucht man da nichts einstellen bei der Fritzbox, wenn ihr normal die Fritzbox oder euer Heimrouter konfiguriert habt. Wenn ihr den Freifunkrouter in ein Gästenetz von einem Router hängen wollt, dann müsst ihr euch vielleicht mit dieser Thematik beschäftigen, weil zum Beispiel bei der Fritzbox eben diese Ports im Standard nicht freigeschaltet sind. Sie müssen für die ausgehende Kommunikation quasi zur Verfügung stehen. Eingehend handeln die Router das ja normalerweise so ab, dass
zuerst rausgeschickt wird, dann wissen sie, ah, da ging was raus und dann kommt es wieder rein. Ja. Aber letztlich muss es ja in beide Richtungen funktionieren. Ja, dann ist noch die Frage, die oft kommt, kann ich die Bandbreite beschränken? Ja, kannst du. Gibt es auf der Config-Seite Felder, bei denen du einen Upload und Download eingrenzen kannst, aber diese Router begrenzen allein durch die CPU, durch ihre Rechenleistung, durch den Tunnelaufbau schon die Leitung. Das heißt, so ein 841er macht, wenn es hochkommt, vielleicht 8 Mbit, der 1043er, den ich euch gezeigt habe, 10 bis 12 Mbit. Die Offloader machen da natürlich mehr. Hatte ich ja vorhin erwähnt, der Edge-Router war so bei 40 Mbit, der Futro vielleicht bei 80 bis 100. Werte, die variieren können, aber die sich so bei uns, sage ich mal, gezeigt haben. Ja, so viel zu den technischen Fragen. Wenn noch andere Fragen sind, gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr das erste Mal hier seid, dann drückt den Abonnieren-Knopf. Und vergesst nicht, das Glöckchen mit anzuklicken. Dann werdet ihr immer dann benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade zu den Themen Freifunk, Amateurfunk oder WLAN. Also, bis die Tage, macht's gut. Hi, du bist neu bei Hi. Etwas, sag ich mal, in WLAN-Entfernung gibt es einen zweiten Router, den hier diesen, der 84. Damit es euch nicht so, also ihr könnt natürlich, dazu habe ich ein Video, das verlinke ich euch hier, dazu habe ich ein Video, das verlinke ich euch hier oben. Ciao, ciao.